Hey Internet und YouTube zurück bei der Sonne und ich musste alles nochmal machen. Naja, fast alles. Als ich das Spiel starten wollte, stand, es gibt Probleme mit ihrer Cloud-Synchronisierung. Machen Sie dies oder jenes? Ich machte jenes. Und mein letzter Speicherpunkt war im Zwinger. Deswegen sind ein paar Daten anders. Ich bin dann durchgerannt und gekillt und... Nee, ich habe sogar jetzt einen Kill weniger. Naja. Auf jeden Fall war das ein bisschen kotzig, aber jetzt sind wir wieder hier. Und ich sage... Geschafft. Jawohl. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Exakt. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Mhm. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Sie. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Yes, I know. Könntest du, wenn du mit mir redest... Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lordregent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Alright. Oh, ich glaube, das hatte ich im letzten Part. Ah, naja, was soll's. Ich konnte mich nicht mehr erinnern. Sprich mit Admiral. Ah, den weiten Weg nehmen wir natürlich, selbstverständlich. Weil ein bisschen Morgensport tut gut. So. Ich kenne das Golden Cat. Nicht ja. Als Kunde, verstehe. Bob, wer redet mit dir? Niemand redet mit dir. Hallo? Hallo, Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Gut. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn Sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für Ihre Armbrust herstellen, wenn Sie ihm helfen wollen. Wieso? Das muss ich doch bezahlen. Das muss ich doch. Informiere dich. Piero! Del Piero, du! Was habe ich denn bei dir gekauft? Soll ich noch was kaufen? Was? So, stopp! Stopp! Corvo, mein Freund. Brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Du darfst. Ich bin ja mal nicht so. Was habe ich denn gekauft? Habe ich mir eine andere Verbesserung als im letzten Part? Noch gekauft. Die Reichweite und Knochenartefakte wieder. Kampfbetäubungs. Meint er das? Oh Gott, denken. Bolzenkapazität. Ah, ich nehme jetzt. Ich habe noch Münzen nicht. Einkaufen, einkaufen. Dieses Shopping. Ich habe noch immer Münzen. 800. Was sollen wir nehmen? Daumentaste 1. I'm not sure. Pistolenverbesserung, nee. Schnelleres Nachladen. Ach, kaufen wir die Maskenoptik auch. Die brauche ich, werde ich nie benutzen, so wie alles andere. Aber gut. 9 von 10. Ja, dann kaufen wir noch eins. Und wir sind glücklich. Oh, und hier kann ich. I see. Okay, das reicht. Dankeschön. Warte, hier blinkt das. Kanalisationsluke.
Zwei Runen nebeneinander. Baby, baby, Balalaika. Ich geh später. Bis später. Wo kommen die her? Jemand verloren? Ist das jetzt in der Luke drinnen? Ah, diese Anzeige verarscht mich. Muss ich jetzt eh in die Kanalisation und dort sind dann noch zwei Runen, oder? It's the this, the plan. I hope so. Schon unterwegs. Er hat mir jetzt. Soll ich ihn abstechen? F5? Was passiert dann? Game over? Warte, F5? Ich meine, was. Ich bin mein eigener Herr. Die Verschwörung ist gescheitert. Okay. Das habe ich mir ja fast gedacht. Ich wollte es wissen. Hallo? Alles klar? Lebendig wie eh und je. Ups. Warum sollte ich denn betäuben wollen? Es ist ohnehin alles zu spät. Für den armen Weiner. Maske. I see. Ja, das ist. Ja. Super investiertes Geld gewesen. Ich muss das sicher drehen. So sicher bin ich mir nicht, aber. Ich hab's mal aufgemacht. Was offen ist, ist offen. Oh mein Gott, kotzt der dahin? Ja, wie Zombies hier, was ist mit denen? Aufs Klo? Oh, Mädel, was ist los? Oh. Ich bin Zombie. Ja, was ist denn? Spuckt mich nicht an. What? What? Ich möchte dir nicht zu nahe kommen. Ja, ist, was soll ich denn machen? Ich hab mich informiert. Quasi. Ich lasse sie zurück, ja. Absolut. Okay. Aha! Number one. What is this? Number two! Ich hab zwei Runen. Zwei Runen. Vier Runen! What? Achso, das war das. Ich hab keine Ahnung. Ich kaufe alles. Drücke. Sicher. Wo ist es denn? 80, Zeit verlangsamen. Großartig. Der Weg war umsonst.
Aha. Aha. Blinky, blinky. Gib mir das. Und... What? What's going on? Aha, du hast mich erschreckt. Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. I'm the number one, Aufseher Martin ist da. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen Sie sprechen. Küss mich. Und sag, dass du mich liebst. Eigentlich habe ich nicht das Bedürfnis dazu. Geh weg von mir. Corvo. Yes. Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Gratulation. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten. Geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Yay! Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Das wird ja immer besser. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ich töte sie? Ja, die Pendletons müssen sterben. Gut. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Ja. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Campbells Buch scheint viel mehr zu erhalten, als wir gehofft hätten. Eliminiere die Pendleton-Zwillinge in der Golden Cat. Oh Mann, und jetzt habe ich mein ganzes Geld ausgegeben fürs Bordell. Oh, shit. Corvo, auf ein Void. Ja. Oh, warte kurz. Habe ich noch Kohle? Ich bin so gierig. Corvo, mein Freund. Brauchen Sie Waffen oder Munition? Komm, mach. Soll ich etwas für Sie herstellen? Gib mir einfach die Option. Wie viel Kohle habe ich? 496. Jesus. Granaten benutze ich so wenig und das auch nicht. Okay, nee, dann lass gut sein. Du hast deinen Dialog sagen dürfen. Wir sind zufrieden. Alright. Okay, Panty. Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Prost. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie. Bevor ich es mir anders überlege. Du kleiner Säufer. Soll ich dir die Flasche wohin rammen, wo der Alkohol normalerweise wieder rauskommt? Wenn du so mit mir redest? Du. Stehst so da. Sie waren noch nie in der Golden Cat? Na? Nein? Dachte ich mir. Ich auch nicht, natürlich. Na, selbstverständlich. Niemand von uns war jemals in der Golden Cat. Außer Samuel, richtig? Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Alles klar. Eine Flucht ist immer möglich. Sicher. Ich werde Sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen, Corvo. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily
gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten. Wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach ihnen und der Kleinen, die sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily ihnen viel bedeuten muss. Sicher. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit Sie Campbell ausgeschaltet haben. Gut, je nervöser, desto besser. Zeig mir meine... Das mal kurz hier weg. Emily's Aufenthalt oder das. Optional. Was ist optional? Jetzt zuerst machen wir immer die optionalen natürlich, damit wir das schön ausnützen. Knochen, 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 Artefakte. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Und ich gehe mal hier rüber. Dann wieder hier rauf und etc. etc. Oh. What is Chaos Factor? Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Tauchen mehr Ratten und Weine auf, deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düster. Ich hab doch kaum jemanden wehgetan bis jetzt. What the fuck is going on? What is this? Is he Weiner? Ich habe keine Zeit für sowas. Ja, wieder mal so. Ich hole mir jetzt zuerst natürlich die Knochenartefakte. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.